Ja, heute wieder die Beantwortung einer Blogfrage. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und die Frage kommt heute von Hendrik. Und es geht um ein Thema, das wahrscheinlich die allermeisten Teiche irgendwo betrifft. Es geht um Karpfenpocken. Und Hendrik möchte dazu wissen, hallo, zwei meiner Koi haben jetzt kurz vor dem Winter Karpfenpocken bekommen. Die Wassertemperatur ist momentan noch bei 16 Grad. Sollte ich diese vor dem Winter noch behandeln? Es gibt ja viele Aussagen darüber, dass sie von alleine verschwinden, wenn das Wasser wieder wärmer wird und es sozusagen eine Herpeserkrankung ist. Über einen Blog zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen. Danke für die bisherigen tollen Blogs. Wirklich klasse, was ihr dort auf die Beine gestellt habt. Gruß, Hendrik E. Punkt. Ja, lieber Hendrik, das mit den Karpfenpocken, und da muss ich jetzt auch wieder aus der Erfahrung sprechen, viel dagegen machen kann man nicht. Du sagst, du willst sie behandeln. Ich kenne kein wirklich wirksames Mittel, um Karpfenpocken zu behandeln, zumindest langfristig zu behandeln. Man kann sie natürlich abtragen, dann hat man oftmals so eine rötliche, entzündliche Stelle darunter. Da ist mir es dann häufig lieber, es ist eine Karpfenpocke drauf, weil die Karpfenpocke am Ende den Koi nicht schädigt. Und sie schädigt ihn nicht nur nicht, sondern sie beeinträchtigt auch die Schönheit nicht. Also selbst wenn mal eine Karpfenpocke auf der roten Farbe ist oder auf dem Schwarz, hat es da nicht die Folge, dass es dort zum Farbverlust oder zu einer Veränderung der Farbe, dass es so ein Himura gibt, wo sich die Farbe in ihrem Farbton verändert. Also das ist mir alles nicht bekannt, sondern es ist so, wie du auch schreibst, so wie du gehört hast und wie man immer wieder liest, wenn die Wassertemperatur, die Triggertemperatur ist, glaube ich, irgendwo zwischen 17 und 18 Grad, wenn es darüber geht, verschwindet die Karpfenpocke, und wenn die Temperatur wieder abfällt, dann wird er, es ist richtig, wie du schreibst, es ist ein Herpesvirus, dann wird der Virus wieder aktiver und dann kann es wieder zu Karpfenpockenausbrüchen kommen. Allerdings, und das muss man auch sagen, es gibt manche Koi, wahrscheinlich hat es mit deren individuellen Immunsystem zu tun, keine Ahnung, die haben Karpfenpocken über Jahre und auch unabhängig von der Wassertemperatur. Ich habe einmal einen Karashi-Goi vor 15 Jahre her, der war voll. Über 3 Jahre, dann ist er auf 70 cm gewachsen, und nachdem er die 70 cm erreicht hatte, dann hat er die von einem Tag auf den anderen alle abgeworfen. Dann war der, wie ich es gerade eben beschrieben habe, waren das noch so entzündliche Stellen drunter. Und danach ist das also keine abstehenden Schuppen, sondern nur so rot gereizt. Das ist dann innerhalb von ein paar Tagen abgeheilt und er hat nie wieder eine Karpfenpocke bekommen. Aber in der Regel ist es wirklich so, im kalten Wasser kommen sie. Gerade an den Flossen sieht es manchmal richtig eckelig aus, an den Schwanzflossen oder an den Brustflossen. Gerade am äußeren Saum sieht man es häufig, an den äußersten Extremitäten. Und dann ist es so ein richtig dicker Film drauf. Aber aus meiner Erfahrung heraus, ignorieren Sie es einfach. Googeln Sie mal, wie eine Karpfenpocke aussieht. Kriegt man sofort auf dem Internet x Bilder. Das ist so ein erhabener, gallertartiges Geschwülst. Ja, so möchte ich es jetzt mal beschreiben. Und wenn das, was an Ihrem Koi ist, dem entspricht, dann ignorieren Sie es einfach. Denken Sie gar nicht drüber nach. Und denken Sie auch vor allem nicht drüber nach, mal bei Wassertemperaturen unter 16 Grad an Ihren Fischen da rumzudoktern und zu machen und da irgendwas abzutragen. Sie machen alles nur schlimmer. Der Koi kann von der gesundheitlichen plus von der Schönheitsseite sehr gut mit leben, kann den Winter damit überdauern. Und wie gesagt, in der Regel verschwinden die Karpfenpocken dann im nächsten Frühjahr sehr, sehr zügig. So, jetzt habe ich 3 Blogs gemacht. Und die werde ich zum Ritschi schicken. Und dann werde ich Feierabend machen. Das ist schön. Und Sie haben jetzt, während ich hier blogge, noch morgens und haben noch den ganzen Tag vor sich. Und wenn Sie den Blog morgens anschauen, dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Arbeiten. Machen Sie es gut und danke für Ihr Interesse. Wenn Ihnen der Blog gefallen hat, dann liken Sie ihn bitte.